Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem neuen Video. Ich bin Eva und ich möchte heute mit euch über diese beiden Filme reden und über den da. Ja, das große Thema des heutigen Videos ist Bibi und Tina. Wer vielleicht mich so ein bisschen verfolgt hat in den letzten Videos, hat vielleicht schon mitgekriegt, ich bin ja doch schon ein großes Pferdemädchen, auch wenn man es nicht so unbedingt merkt. Erstmal zu diesem Film. Das ist der erste Teil, Bibi und Tina, der Film, jetzt in echt. Der ist 2014 rausgekommen. Das ist schon so unglaublich lange her, Leute. So unglaublich lange her. Ja, kurze Vorgeschichte dazu. Dieser Film, ja, ich habe sofort meine Nachbarin von früher angerufen und gesagt, ey, den müssen wir gucken. Und wir haben direkt uns verabredet und sind dann ins Kino gegangen. Was sehr witzig ist, weil wir ja, irgendwie die Ältesten waren. Und hinter uns saß dann so eine Dreijährige, die dann mit ihren Eltern da war. Und also wir waren die Ältesten, die den wirklich gucken wollten. Und ich hatte auch erst tatsächlich so ein bisschen Angst, dass vielleicht so ein bisschen Kindheitserinnerungen kaputt gemacht werden, dadurch, dass das jetzt so in echt aufgezogen wird. Aber das ist gar nicht der Fall. Also ich meine, ich bin auf jeden Fall eine sehr, sehr große Bibi und Tina-Hörerin, Guckerin und was auch immer gewesen. Ich habe auch tatsächlich noch einige Videos von damals, von Bibi und Tina. Die habe ich nämlich früher immer auf Video gehabt und das war immer so ein Highlight, wenn man dann mal eine Folge hatte, die man sich so ins Regal stellen konnte. Ja, und deswegen war für uns klar, wir müssen auf jeden Fall in diesen Film, um einfach so Kindheitshelden wieder hochzuholen. Mittlerweile gibt es diesen Film, der 2014 erschienen ist und wahrscheinlich erstmal so ein Testfilm war, um zu gucken, wie das ankommt. Der zweite, voll verhext, ist ebenso gut angekommen wie der erste. Der ist 2015 dann erschienen. Er hat übrigens eine Länge von 119 Minuten und dieser ist auch so 121 Minuten. Kurz zu den Daten. Detlef Buck ist ein deutscher Regisseur, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Und für einen deutschen Film sind die Filme richtig, richtig gut geworden. Und gerade heute habe ich nämlich diesen Film hier oben geguckt. Das ist der dritte Teil, Jungs gegen Mädchen. Den habe ich nämlich heute mit einer, also mit meiner Nachbarin geguckt. Ja, total geil einfach. Kurz noch ein paar Eckdaten. Die DVDs kosten so um die 12 Euro, beziehungsweise zwischen 11 und 12 Euro. Diese beiden gibt es mittlerweile für 11 Euro und der dritte ist jetzt für 12 Euro erhältlich. Den vierten, den gibt es nämlich auch schon, Tohuwabohu Total, der läuft gerade in den Kinos. Oder das heißt, der läuft gerade in den Kinos. Ich glaube, nur noch ein paar Vorstellungen. Also in meinem Kaff hier, der im Horst, läuft er gar nicht mehr und nur noch in Bremen. Allerdings werden wir da einfach warten, bis es den dann mal auf DVD gibt. Beziehungsweise, die gibt es tatsächlich auch alle bei Prime. Also zumindest die ersten drei gibt es jetzt schon bei Prime. Die kann man da tatsächlich, wenn man Prime-Mitglied ist, kann man die auch tatsächlich umsonst gucken. Das haben wir heute nämlich auch gemacht. Den dritten Teil mussten wir dann nämlich direkt gucken. Und ja, jetzt möchte ich euch einfach so nochmal ein bisschen meine Erfahrungen damit sagen. Weil, ich weiß, ich finde die Filme absolut grandios. Ich finde es total cool, dass man daraus diese echt, also dass man so einen echten Film daraus gemacht hat, weil ich glaube nämlich, also Bibi und Tina sind für mich sehr tolle Kindheitshelden und das werden sie auch immer bleiben. Und ich weiß nicht, ob die heutige junge Generation das so mitgekriegt hat. Also ich finde es eigentlich schade, dass so unsere Kindheitshelden wie Bibi und Tina, Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen und wen es noch so alles gibt, diese ganzen Serien, ihr kennt die, wenn ihr 90er Jahre Kinder seid. Ich finde es einfach total schade, dass die ja mittlerweile alle out sind irgendwie. Und deswegen freue ich mich, dass es jetzt diese Filme gibt, weil das nämlich unsere Kindheitshelden auch an die nächste Generation irgendwie weitergibt. Was mich total freut einfach. Also es kann quasi, also das sind Kindheitshelden, die weiterleben. Und ganz ehrlich, mir gefallen die Filme auch. Klar, sie sind für Jüngere gemacht und alles, und aber ganz ehrlich, wer guckt denn nicht zwischendurch mal einen Film, der für Jüngere ist? Ist doch total cool. Man kann Kopf abschalten, einfach mal einen Film gucken. Macht Spaß. Und woran ich mich allerdings eher gewöhnen musste, war das Gesinge. Ich habe neulich ja erst eine Rezension hochgeladen, in der ich mich darüber beschwert habe, dass so viel gesungen wird. War hier genauso. Also, erster Teil wird gesungen. Da dachte ich erst auch so, okay, creepy, creepy Geschichte. Zweiter Teil wird gesungen, dritter Teil wird gesungen. Vierter Teil wird jetzt wahrscheinlich auch gesungen werden. Aber ich fand es tatsächlich nicht so schlimm, weil es eine andere Art von Film ist. Also in der Serie wurde natürlich nicht gesungen und also
abgesehen vom Titellied. Das Titellied ist übrigens mega geil verpackt, zumindest hier im ersten. Super, also gerade im ersten, das schmilzt man einfach nur so dahin, wenn man denn ein Bibi-Tina-Fan ist, sonst natürlich nicht. Aber, und wenn man in meinem Alter ist. Also bei dem ersten schmilzt man total hin, beim zweiten erinnere ich mich gerade gar nicht mehr so richtig daran und im dritten, gut, da fand ich das Titellied jetzt nicht so spektakulär, aber man hat es schon geil verpackt tatsächlich. Und ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, nein, das Gesinge. Man hat sich dran gewöhnt und ich finde, man hat so ein paar Lieder, wo man einfach so, weiß ich nicht, also Bibi hat zum Beispiel, Bibi, die Schauspielerin, ich habe ihren Namen vergessen, ich glaube, das ist Nina Larissa Strahl. Wenn mich nicht alles täuscht, ich meine, es ist Bibi, wenn ich jetzt nicht falsch habe, oder es ist Tina. Aber die singen ja, glaube ich, auch privat, also sie singen ja auch so und das heißt, sie können singen und da finde ich es ganz cool. Ja, was heißt cool? Ich musste mich halt damit anfreunden. Aber es sind halt so schöne Lieder auch, und die wirklich was bedeuten und die man auch unabhängig vom Film gucken kann. Also finde ich zumindest. Also ich habe so meine paar Lieder, die ich einfach bei YouTube in meiner Playlist mit drin habe, wo ich immer zwischendurch ganz witzig finde, wenn die mal wieder reinkommen, wenn ich die mal wieder höre, weil das dann halt erstmal so Erinnerungen hochruft und sie halt auch einfach so eine bisschen tiefere Bedeutung haben, wie es eben halt bei Kinderfilmen manchmal so der Fall sein kann, ne? Nicht zu hoch gestochen, aber sie haben halt trotzdem eine tiefere Bedeutung, beziehungsweise sie motivieren sie auch einfach und machen fröhlich. Das finde ich total schön. Also die Lieder, die mir ganz gut gefallen haben, habe ich euch mal in der Infobox verlinkt. Da findet ihr übrigens auch alle Trailer zu den vier Teilen. Und da muss ich noch kurz sagen, ich glaube, der vierte Teil, der ja jetzt gerade in den Kinos läuft, das wird der letzte Teil sein. Aber ich finde es ganz cool, dass es überhaupt vier Teile geworden sind. Also dass das ja scheinbar so gut angekommen ist, dass man vier Teile machen konnte. Das finde ich richtig cool. Und ich freue mich auf den vierten. Also ich warte jetzt, bis es den bei Prime gibt. Kurz noch zu den Filmen. In jedem Film wird zum einen eine einzelne Story behandelt. Das heißt, man kann die Filme alleine gucken. Es ist nicht so schlimm, wenn man jetzt zum Beispiel den ersten nicht geguckt hat und dann den zweiten guckt. Also, ne, ist egal. Allerdings gibt es auch gleichzeitig, das gefällt mir nämlich auch sehr gut, eine Story, die sich immer weiter durchzieht. Nicht so eine krasse Story, aber es ist nicht so, hier lernt man heute einen Jungen kennen, da lernt man morgen einen Jungen kennen und dann auf einmal so, ne, es ist irgendwie immer wieder was Neues, sondern es zieht sich so ein bisschen durch. Und wenn zum Beispiel in einem Film ein Annäherungsversuch war, dann geht das im nächsten so weiter, so ungefähr. Wenn man jetzt mal auf die Beziehung der Charaktere guckt, so ungefähr. Also das ist ganz geil gemacht, finde ich, und ich finde es auch schön, dass man zum Beispiel alte Charaktere wieder sieht. Zum Beispiel jetzt im dritten sind uns Charaktere aus dem ersten wieder begegnet. Finde ich total klasse. Also das nicht mal auf so abgestumpfte Art und Weise, sondern man hat sie wirklich logisch verpackt. Meiner Meinung nach. Was ich noch zur Musik sagen möchte, gerade bei dem dritten ist mir jetzt aufgefallen, dass auf bekannte Titel zurückgegriffen wurde. Aber was heißt bekannte Titel? Es wurde ein Lied gespielt, wenn man so in der Natur war, weil der dritte sehr viel in der Natur spielt. Also ich allgemein, Reiterhof ist ja irgendwie Natur, ne? Aber weil das so in der Natur spielt, habe ich so bei dem Lied gedacht, so hey, das erinnert mich voll an den Hobbit, also an dieses Auenland-Lied und so. Und ich glaube, dass man da sehr, sehr stark angelehnt hat, um diesen Wiedererkennungswert zu schaffen. Also es ist ein eigenes Werk, definitiv, aber es erinnert an den Hobbit. Finde ich auch jetzt nicht schlimm, ne? Aber es ist ja ein schönes Lied, ein sehr, sehr schönes Lied. Also das ist auch etwas, was ich auf meinem MP3-Player habe tatsächlich. Aber ja, also es ist ein schönes, schöne Musikauswahl mit dabei und viel schöne Sachen komponiert. Und insgesamt ist es total stimmig und es ist auf jeden Fall jeder Film, A, motiviert er und B, lernt er aber auch einfach etwas über diesen Zusammenhalt. Also es ist einfach so, auf jedes Mal auf unterschiedliche Art und Weise, aber einfach dieses, Leute, ihr müsst zusammenhalten, ihr müsst zusammen etwas, zusammen könnt ihr was schaffen. Und klar, es ist dann immer so ein bisschen diese Sommeridylle, aber haltet zusammen. Und das finde ich ganz, ganz schön, dass das so rübergebracht wird. Und kurzum, mir haben diese Filme sehr, 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 sehr schön gefallen, weil sie meine Kindheitshelden nicht zerstört haben, sondern sie nochmal auch wieder neu auf so ein kleines Podest gestellt haben. Und ja, irgendwie habe ich es mit Kinderfilmen, in Anführungsstrichen. Ich mag das einfach total. Und wenn ihr Bibi und Tina-Fans seid und euch nicht getraut habt, diese Filme zu gucken, macht es ruhig. Es macht auf jeden Fall nichts kaputt, wenn ihr kein Problem mit Gesinge habt. Also wenn euch der Gesang nicht stört, dann absolut kein Problem.
Ansonsten auch, ja, für die Kinder bestimmt was total Schönes. Also hätte ich jetzt eine junge Schwester oder so, würde ich mit ihr auf jeden Fall da reingehen. Für meinen Bruder ist es wahrscheinlich nicht was, aber kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und ja, wenn ihr noch mehr über Pferde sehen wollt, könnt ihr auch gerne da bleiben auf meinem Kanal. Wenn ihr mehr über mich sehen wollt, dürft ihr hier auch mal reinklicken. Da sind bestimmt irgendwelche Videos bei, die euch interessieren. Und es würde mich sehr freuen, wenn ihr ein Abo dalassen würdet. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.